Hallihallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget. Mit mir, Buffeltoni, und heute habe ich keinen Gast dabei. Joa, ich dachte mir mal, okay, eigentlich wollte ich wieder jemanden dabei haben, aber gerade niemand auf Skype, kennt man ja. Und dann mal halt alleine machen. Ist ja Uppsala. Jetzt bin ich aus einem gegen das Mikro gestoßen. Ich hoffe, das macht nichts zur Sache. Und ja, aber alleine ist auch nichts Schlimmes, würde ich mal sagen. Mir macht's auch alleine Spaß. Also, ja, hoffe ich natürlich wieder, dass es gut wird. So, ja, ich wollte heute über ein paar Sachen einfach mal so quatschen. Und vielleicht interessiert euch ja ein bisschen was ich davon, was ich hier so von mir gebe. Es geht jetzt nicht so um Shakes and Fidgets, sondern ein bisschen was anderes. Erstmal, ihr kennt doch bestimmt hier den grandiosen YouTuber Zeo. Wenn nicht, schaut unbedingt mal rein. Er ist richtig genial. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr ihn kennt, weil er ist einfach total knofft und so. Und in seinem neuesten Talk in Comments Video, da ist mein Kommentar vorhanden, und ich habe mich so mega gefreut, als ich das gesehen habe, weil Zeo ist einer der YouTuber, die ich so richtig genial finde. Und wenn man dann noch die Ehre hat, in einem der Videos der YouTuber, die man mag, aufzutauchen, das ist immer was richtig Geiles. Und ja, da das halt mir passiert ist, freue ich mich sehr darüber. Dann, was auch noch zu dem Thema sehr passt, ich mag es einfach, wenn YouTuber Kontakt zur Community halten, und auch wenn, speziell wenn sie groß sind, also wenn sie mehr Abonnenten haben. Und ja, deswegen versuche ich auch, okay, ich versuche es nicht, ich mache es, ich halte mit euch Kontakt, soweit es geht. Also, ich habe ja. Es gibt ja nicht allzu viel, wie ich jetzt Kontakt halten muss, wenn ihr Kontakt zu mir haben wollt. Mein Link zu meinem Steam-Account. Ach nee, kein Link, sondern einfach nur mein Name steht in der Beschreibung. Genauso wie eine Gruppe, die ich auf Steam habe, wo ich halt drin bin. Könnt ihr mal mit mir zocken. Seht ihr mal, was ich zocke, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja. Und ich versuche auch natürlich immer alle Kommentare zu beantworten, und deswegen habe ich auch das neue Format "Was gibt's Neues" eingeführt. Dann kann ich dann nämlich leichter mit euch in Kontakt treten. Also zumindest kann ich einfach die Kommentare, die mir gefallen, auch in die Videos mit reinbringen oder gar alle. Einfach weil es geil ist. So, hier legen wir noch einen schönen Dungeon. Hat zwar noch einen Pilz dann gekostet, aber. Dann habe ich den Dungeon noch gelegt. So, und dann noch ein Thema, worüber ich gerne reden wollte. Das ist jetzt ein bisschen speziell, denn es geht um Musik, und ihr habt garantiert nicht alle den Musikgeschmack wie ich, wahrscheinlich auch nur die allerwenigsten. Und ja, also was mich angeht, ich höre sehr viel Punkrock und Power Metal. Jetzt, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, verurteilt mich nicht. Es ist ganz normale Musik. Wie alles andere auch. Ich will jetzt nicht sagen, was für Musik ich nicht mag, da ihr mich sonst vielleicht umbringt oder so. Nein. Auf jeden Fall, ich habe mir die neue Rise Against CD gekauft gestern, und ich habe sie so oft schon angehört. Oh mein Gott! Endlich hatte ich diese verdammte Glück, dass ich die letzten Male immer nicht hatte. Es geht doch. Super geil. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Mal gucken, was das hier für ein Gegner ist. Eben schnell. Ein Geschickgegner. Oh, das ist schwer. Naja, um aufs Thema zurückzukommen. Ich finde die CD einfach so hammermäßig geil. Und ja, ich wollte euch mal so fragen, ob ihr vielleicht auch irgendwelche Bands habt, bei denen ihr einfach, die ihr einfach so extrem feiert, so wie ich im Moment Rise Against. Ja, und sonst. Jetzt habe ich schon wieder ganz vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe, glaube ich, schon mal in einem der beiden Minecraft-Parts, die ich im Singleplayer doch damals gemacht habe, habe ich, glaube ich, schon mal irgendwie über Musik geredet. Aber ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. Ist ja auch schon lange her. So, aber ich glaube, wir probieren hier mal den Turm. Und ja. Jetzt habe ich eigentlich gar nicht so im Kopf, ob ich noch irgendwas anderes sagen wollte. Verdammt. So, mal gucken. Nee, da ist noch gar nichts möglich. Schade. So, dann weiter natürlich auf den nächsten Server, S9 in Frankreich. So, jetzt werde ich wieder ein bisschen
Shakes and Fidget mit kommentieren, würde ich mal sagen. Denn mir fällt jetzt mal wieder spontan nichts Tolles ein, worüber man so reden könnte. Apropos, schreibt mir einfach mal Themen in die Kommentare, über die ich mal quatschen soll. Ich werde es mir definitiv durchlesen. Ich werde dann auch definitiv in einem Video dieses Thema dann benutzen, soweit es mich einigermaßen anspricht. Und ja, wir können natürlich auch immer Fragen stellen. Kommt dann immer in die Was gibt's Neues Videos? Ich werde sie auch so als Kommentar schon beantworten, aber in die Was gibt's Neues Videos kommen sie trotzdem dann noch rein. Und ja, dann habe ich eigentlich jetzt von mir aus gar nichts mehr so zu sagen. Das Video wird auch wieder recht kurz, aber ja, ein kurzes Video gibt es am Mittwoch halt immer. Ich kann endlich wieder Schlagzeug spielen, weil ich habe ja meinen blöden angebrochenen Finger, Kapselausriss und so. Warte, was Kapselausriss? Irgendwie sowas war's. Und das war halt ganz schön fies, aber jetzt muss ich es nur noch tapen. Es darf nur nicht zur Seite wegknicken. Ich darf zwar kein American Football spielen, aber ich darf hier endlich wieder Schlagzeug spielen. Das freut mich extrem. Ich sitze jetzt wieder ganz, ganz lange immer vorm Schlagzeug und ach, hau mir da irgendwas rein und etwas, was euch vielleicht auch interessieren könnte, ich weiß es nicht. Das ist, dass ich am Wochenende habe ich einen Bandworkshop. Das heißt, von der Musikschule, wo ich bin. Da machen wir Musik mit ein paar Leuten, die sich halt dafür angemeldet haben. Das wird definitiv richtig nice. Ich habe da schon mal bei einem mitgemacht. Da haben wir auch dann eine CD mit drei Tracks produziert am einem Wochenende. Das war mal richtig geil. Und ja, ich hoffe mal, dass das jetzt auch wieder so geil wird wie letztes Mal. Vielleicht kann ich euch dann ja auch die Ergebnisse zeigen, aber ich will nichts versprechen. Denn immerhin müssten die anderen dann auch zustimmen. Und nicht jeder will seine Musik auf YouTube haben. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Wir haben ja alles durch. Mann, das ging heute aber extrem schnell. Ich hab diesmal keine Pilze verbraten, weil ich in letzter Zeit habe ich so viele verbraten. Und ich will jetzt nicht noch mehr hier aufs Spiel setzen. Auf jeden Fall, das war's dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann haut rein, Leute. Nächste Woche Montag dann auch wieder mit Gast. Und nächste Woche Montag gibt es dann auch wieder ein Was gibt's Neues Video. Also, haut rein, Leute. Ciao.